Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zurück hier zu einer neuen Folge Two Point Campus. Ja, und weiter geht's. Wir haben unseren Campus jetzt auf 2 Sterne verbessert in der letzten Folge und versuchen das jetzt auf 3 Sterne, also, oder versuchen ihn jetzt auf 3 Sterne zu bekommen. Und wir müssen einen Studiengang auf Stufe 4 verbessern. Das müssen wir erstmal hinkriegen. Studiengang Verwaltung. Und dann gehen wir da mal rein. Guck mal, und da brauchen wir 20 Punkte und dann nochmal 25. Also da müssen wir mal gucken, ob wir das überhaupt hinkriegen. Wir verbessern mal den erstmal. So. Dadurch haben wir 15 Bewerber und 15 Studentenaufnahmen. Und maximale Ausbildungsstufe 4. Ich weiß gar nicht, was das heißt. Maximale Ausbildungsstufe. Aber werden wir sehen. Erinnerung an alle Studierenden. Nach dem Studium geht es nur bergab. Studenten machen den Abschluss. Okay, das heißt, wir müssen da ja locker noch ein Jahr spielen. Guti. Die Neongitarre habe ich ja schon platziert. Den Smoothie-Kiosk, da hatten wir nicht genug. Den können wir aber jetzt freischalten. Und den können wir hier eigentlich direkt neben den Kaffee-Kiosk stellen. Oder den stellen wir... Kann man den auch draußen hinstellen? Den kann man auch draußen hinstellen. Okay, das ist cool. Weil dann hätte ich gesagt, wir stellen den vielleicht hier vor die Tür sogar. Dann können wir den nämlich auch draußen hinstellen. Das ist ja nice. Habe ich den direkt an die Kante gestellt? Ja. Dann stellen wir den nämlich hier direkt gegenüber. Muss aber noch eins zurück, glaube ich. So. Dann haben wir nämlich hier einen Kiosk und da drüben haben wir auch einen Kiosk. Dann brauchen wir hier aber noch einen Assistenten. Dies ist eine Testdurchsage. Eine Testdurchsage. Macht Menschen glücklich. Nehmen wir erstmal den hier. So. Essen und Getränke verkaufen. Jawohl. So sieht's aus. Okay, dann haben wir das. Hier haben wir unsere Abrechnung. 15.000 plus. Und ein Stammbaum würde die Heritance EIR Becher gerne sehen. Okay, wo könnten wir den Stammbaum denn hinmachen? Den könnten wir theoretisch... Können wir den hier auf Klo machen? Drinne. So, dass man, wenn man kacken geht, dass man das Plakat sieht. Geht leider nicht. Okay. Schade. Könnte denn noch ein lustiges Poster hin? Na, hier macht es keinen Sinn. Hier passt es doch super hin. Unauffällig. Da können wir das gerne hinmachen. So. Wähle einen Studenten oder eine Studentin. Zieh dir Bedürfnisse an. Kümmere dich um die Bedürfnisse. Okay. Schauen wir mal. Neon-Gitarre haben wir doch schon. So, einen Stammbaum haben wir auch. Die müssen das nur noch jetzt sehen. Alright. So, was sind denn eure Bedürfnisse? Das geht runter. Warum geht das runter? Bedürfnisse Energie. Na okay, gut. Attraktivität. Ja, wir könnten vielleicht noch mal ein paar... oh. Oh je. Der ist schon wieder voll, ne? Vielleicht machen wir den mal ein bisschen größer hier. Vielleicht kümmern wir uns erstmal darum. Ausbauen. Wir wollen anbauen. Ja, können wir locker noch zweimal anbauen. Drei. Drei weitere. So, Guri. Wer zockt denn hier? Wer ist denn hier am Zocken? Wo hatten wir denn den Automaten? Ach, da hatten wir den Automaten. Junge, der zockt da einfach erstmal. So, wir können ja hier die Gitarre nochmal aufhängen. Vielleicht sieht er sie ja dann. Und dann könnten wir hier noch einen Fernseher hinschallern. Ganz entspannt hier so eine Fernsehecke. Büffeln gehen ist keine Tierquälerei. Das ist vollkommen korrekt. Gibt es hier auch eine Couch oder was? Hier gibt es nur Sessel die ganze Zeit. Aber ich will ja keinen Sessel. Ich will eine Couch haben. Ah, hier ist doch eine Couch. Aber andere Farbe mal. Wo hier ins blaue Zimmer passt, eine blaue Couch natürlich super rein, ne? Wo rot natürlich auch geht.
schön dicht am Fernsehen sitzen, ne? Das macht es gut für die Augen, habe ich gehört. So. Und dann werden wir hier nochmal ein Pflänzchen hinstellen. Eine Lampe. Stellen wir mal hier hinter. So, was können wir dann noch machen? Können wir vielleicht hier noch eine Couch hinstellen? Pflegehinweis. Pflanzen brauchen Wasser. Nee. Schon vergessen? Okay, dann stellen wir hier noch irgendwas hin, was ein bisschen Spaß macht, hätte ich gesagt. Könnten wir uns da vielleicht noch was kaufen? Aber wir gehen lieber mit den Käufen auf die Wünsche ein von den Studenten. Dunkler Thron. Mhm. Können wir hier so eine kleine Spielothek machen hier hinten. So. Und dann können die hier ihr Geld verzocken. Da stehen die ja dran, ne? Das heißt, da müssen wir ja nichts. Müssen wir ja nichts machen. Haben wir? Einen Kühlschrank hatten wir hier noch nicht. Einen Kühlschrank hatten wir hier noch nicht. Stellen wir hier mal noch einen Kühlschrank hin. Ja, rot sieht ja natürlich krasslich aus, ne? So, was haben wir hier? Nein, nein, nein. Annehmen. Jawohl. So, lassen wir das erstmal so. Ich überhaupt auch nur ein Mikrofon berühren durfte. Machen wir hier noch eine Gruselvilla hin. Da haben wir welche Freundschafts geschlossen. Sehr schön. So. Und noch ein Tischchen? Stellen wir hier noch ein Tischchen hin. Nein, wir werden keine Freunde. So. Obwohl, wir waren kurz vorm Aufstieg, ne? Das heißt, vielleicht machen wir irgendwo noch ein paar Poster ran. So, und eins fehlt noch. Vielleicht hier nochmal eine Lampe. Ah, guck mal, da hat er jetzt sein Ziel vervollständigt. Sehr schön. Stellen wir hier nochmal eine Lampe auf. Da haben wir das Zimmer auf 9. Ich würde mir aber nochmal gerne angucken, was hier steht. Zimmerprestige, okay, da steht nichts weiter dazu. 10 Leute können hier rein, alles klar. Naja, haben wir es wenigstens ein bisschen angehoben. Alright, die Zufriedenheit bleibt auf 74, das ist schon mal sehr gut. Wunsch nach Stammbaum. Können wir dann nach Henriette suchen? Können wir die vielleicht hier irgendwie sehen? Oder, nee, der ist ja nicht Henriette, der heißt Heritance. Studiengebühren sind teuer. Ach nee, er. Nee. Er hier. Der ist hier gerade am Studieren. Ja, wollen wir natürlich nicht ablenken, ne? Studieren geht natürlich vor. Ist das die Dozentin? Ja. Was steht die hier so doof rum? So, das ist auch die letzte Vorlesung hier in diesem Jahr. In diesem Semester. Oder Uni-Jahr ist es ja. Ist ja ein Uni-Jahr. So, wie laufen die Läden hier eigentlich? Kann man das sehen? Ah ja, hier Statistiken. Oh. Sieht man aber nicht, ob das... Ob das nice ist oder nicht. Ihr könnt immer noch durchstarten. Haben wir hier drüben eigentlich eine Bibliothek? Das würde ich vielleicht nochmal bauen. Hier drüben eine Bibliothek. Das wäre vielleicht nochmal ganz nice. Dass wir hier eine große Bibliothek bauen. Kann man die Tür auch andersrum machen? Ist jetzt meine Frage. Kann ich die drehen? Nee. Kann ich irgendwie nicht drehen. Aber einmal ging's. Einmal habe ich es irgendwie hinbekommen, aber seitdem nie wieder. Okay. Wir brauchen hier mal die Bibliothekarin, die hier außen sitzt. So. Mein Reizender. Noch etwas begriffsstutziger Neffe und entführte mich neulich in die Welt der Videospiele. Ja, für Computer. Wollen wir mal hier nach ganz hinten. Der Haxenhexer-Serie gespielt.
und fühlte mich dabei bald von allen guten Geistern verlassen. Der Controller war klebrig, die Spielinhalte geradezu obszön. Für die ordinäre Jugend von heute mag das ansprechend sein, aber ich ziehe meine Unterhaltung weniger fett aufgetragen vor. So, stehen jetzt alle in einer Reihe? Ja. Und 5 magischen Edelsteinen. Guti. Hausmeister bei den WCs benötigt. Oh, das ist ja perfekt. Da können wir nämlich hier so eine Reihen machen. So. Und dann würde ich aber nochmal gucken, dass wir hier vielleicht 2 davon machen. Oh, okay. Wir sind jetzt erstmal in der Sommerpause und wir gucken uns natürlich die Auszeichnung an. Let's go! Schauen wir mal, wie das 2. Uni-Jahr hier an der University of Dumpness gelaufen ist. Let's go! So, wir haben 100% Bestandenrate und die Prüfungsnoten sind besser geworden. Ich glaube, wir hatten 82 beim ersten Try. Im Studium haben wir 30 und wir haben 0 Abschlüsse. Ja. Abschlüsse kommen erst nächstes Jahr. Studentenbeziehungen. Oh, schön. Da kriege ich 10 Kudos sogar für. Campus des Jahres. Durchschnittliche Attraktivität. Und durchschnittliches Zimmerprestige. Sehr, sehr schön. Ja. Habe ich mir doch gegönnt nochmal. Niceness. Sehr schön. Auf dem Campus gibt es für Hausmeister eine Menge zu tun. Ja, dann holen wir uns noch einen Hausmeister. Ich dachte, ich habe eigentlich schon viele. Das Studienjahr ist vorbei. Alle Studierenden müssen den Campus räumen. So, holen wir uns halt noch einen. Dann gucken wir nochmal in der Mailbox. 34.000. Den Stammbaum haben wir doch gemacht. Mann, du musst doch nur mal hingucken. So, Studiengänge verwalten. Hier können wir noch nichts verbessern. Das heißt, da brauchen wir erstmal noch ein bisschen. Was können wir denn hier ändern? Ja, die Studiengebühren, okay. Und hier können wir das theoretisch senken noch, damit wir nicht so viele Studenten haben. Das wird jetzt auch nochmal spannend, denn wir haben jetzt eigentlich viel zu viele Studenten. Können wir hier eigentlich nochmal so ein Ding... Ja, wir können hier nochmal so ein Gebäude... Ich glaube, das brauchen wir nämlich. Was ist denn, wenn wir das leer kaufen? Ich kaufe das mal leer. Ach so, dann baut er da vielleicht schon Gebäude rein. Oder, nee, weiß ich nicht. So, was mit dem hier? Der ist nicht entertained. Ja, deswegen gehst du ja jetzt hier rein. Ist ja alles okay. Der Raum ist schon wieder voll. Junge. Der Raum ist fucking huge. Gut, wir müssen den Raum nochmal ausbauen, Leute. Dann bauen wir den jetzt bis hier hinten. Ah, nee, hier hinten ist die Tür. Dann bauen wir den bis hier. So. Dann bauen wir hier hinten noch ein Tischkicker-Paradise. So. Umdrehen. Gut, hier passen nur 2 nebeneinander. Oder wir machen das Ganze so hier. Objekte blockiert. So. Hier drin ist eine Fliege. So. Okay. Gut. Dann drehen und hier. Und kriegen wir hier noch einen hin? Nee. Der Campus hat sich gerade vergrößert, aber das macht ihn nicht besser. So, dann machen wir hier einen Tischkicker-Universe. Und dann vielleicht hier hinten nochmal so eine Küchenzeile. Zack. 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 Smell my cash. So sieht es nämlich aus. So. Eine Pflanze. Obwohl, wir können hier auch ein paar Fenster noch reinmachen.
So. Dann. Eine Pflanze muss definitiv noch sein. Da. Wir machen aber mal eine eckige. So. Jawohl. Wenn es nicht in eurem Lebenslauf steht, ist es auch nicht passiert, wenn ihr mich fragt. Dann stellen wir hier nochmal zwei Automaten hin. Und dann sollte der Drops eigentlich gelutscht sein. Guck mal, jetzt haben wir schon Raum 13. So. Das sollte jetzt aber eigentlich reichen hier. Jetzt stehen die Automaten hier natürlich total beschissen. Die drehen wir mal um und stellen sie mal hier an die Wand. Ja, der kann natürlich da jetzt gerade nicht stehen. So, so und so. Stehen die alle in einer Reihe? Jawohl. Guti. Dann haben wir nämlich da die Spielautomaten. Hier kann man schön Tischkicker zocken. Vielleicht fehlen noch ein paar Sitzgelegenheiten, ne? Habe ich so das Gefühl. Häufige Fragen. Nein, es gibt keine Verlängerungen. Ne, das geht ja auch nicht. Was ist, wenn wir hier vielleicht noch einen Sessel hinstellen? Das wäre eigentlich doch noch ganz nice. Noch so einen richtig ollen, hässlichen, grünen Sessel. So. Bams. Nice one. So, jetzt ist der Raum für wie viel ausgelegt? Für 14 Personen. Na, immerhin. Guti. Campus-Anforderungen. So, der hat jetzt ja natürlich hier noch nicht drauf gebaut. Kann ich hier noch nicht drauf bauen? Oder hat er jetzt das Gebäude halt nicht gebaut, weil ich wollte ja kein Gebäude. Ach so, jetzt könnte ich theoretisch hier... jetzt könnte ich hier theoretisch Bänke und sowas aufstellen, ne? Und wie bekomme ich jetzt hier nochmal ein Gebäude hin? Geht das noch? Kann ich das noch ändern? Gute Frage. Weil jetzt kann man hier, könnte man hier nämlich so einen Park hinbauen. Aber das wollen wir ja nicht. Wir wollten ja eigentlich... Ja. Das ist natürlich... Campusstufe 10 haben wir aber erreicht. Wir verbessern nochmal den Studiengang. So, denn wir wollen ja auf Stufe 4 kommen. Und warum? Weil er... Ach, die Bibliothek hatte ich auch noch nicht fertig. Für mich ist das ein glasklarer Fall von... Gut, müssen wir dann auch noch beenden? Beziehungsweise können wir eigentlich jetzt beenden. So, Computerplätze haben wir. Schenkt euch sonnige Zukunftsaussichten, überschattet von Schulden. Ja, das ist nun mal so, wenn man in die Uni geht, dann gönnt man sich auch ein paar Schulden. Ganz normales Life. Alrighty, stehen die gegenüber? Ja, kann man sagen. Okay, dann können wir hier nochmal ein Bücherregal einstellen. Geht das, ohne dass die sich behindern? Guck mal, so, so und so habe ich mir das vorgestellt. Und dann nochmal in die andere Richtung. Dass wir dann hier so schön so zwei Korridore haben. Ja, perfekt. Dann können wir hier nochmal so eine Buchablage machen. Für die Bücher, die dann doch nicht gebraucht werden. Aber der steht doch immer noch nicht richtig dran. So, machen wir es halt so. Alright. Mülleimer. Geht der noch hier hinter? Da müssen wir den vielleicht... Ah ne, da geht er ja auch nicht hin. Der Mülleimer ist schlecht gerade. Oder, ne, was wir machen können? Wir können die einfach in die Mitte des Raumes drehen. Das ist ja Genius-Idee. So, dann sitzen die sich nicht nämlich einfach gegenüber. Und dann können wir am Rand des Raumes dann immer noch die Mülleimer hinbauen. Das ist ja genial. Aber der ist nicht ganz in der Mitte. Das triggert mich.
Da ist mein innerer Monk. Der verhindert das dann. So, hier ein Mülleimer. Hier ein Mülleimer. Und dann passt das doch auch schon. Das sieht doch nice aus. Und Flenskin hier daneben. Damit es ein bisschen grüner wird. So. Studierende werden gebeten, keine Fragen. Brauchen wir noch was? Fenster brauchen wir natürlich. So. Zack. So. Und dann kann hier noch ein Fenster hin. Jawohl. Und hier können wir ein großes machen. So. Soll ja schön sonnig sein. Alrighty. Dann ist die Bibliothek doch fertig, ne? Ah ja. Den brauchen wir definitiv noch. So. Geht da die Tür überhaupt auf? Ja, geht schon. Geht schon irgendwie. So. Dann nehmen wir hier doch ein kleines Fenster. Jawohl. Alrighty. Das ist die Bibliothek, würde ich sagen. Achso, noch ein Anschlagbrett. Kriegen wir das noch irgendwo hin? Ja, hier. So, okay. Noch einen hässlichen Teppich. Nee, der Teppich passt halt hier echt nicht rein, ne? Poster könnten wir noch machen. Hier noch ein Poster. Und... geht das hier? Oh, geil. Ja. Dann sind wir nämlich auf Stufe 8. Nice. Okay, dann haben wir nämlich nochmal eine geile Bib. So, was wollte ich jetzt noch bauen? Einen Vorlesungssaal brauchen wir noch. Den können wir hier hinbauen. Da ist er. Den bauen wir ruhig so groß. Lehrerpult ist hier. Und die Schülerschaft sitzt hier. Ja. Können ruhig ein bisschen weiter weg sitzen. Dann passt nämlich ein bisschen mehr rein. Die Tür davon ist hier. Und hier kann auch noch eine Tür sein. Dass man die halt nicht drehen kann, die Tür, ne? Das triggert mich schon ein bisschen. Ich würde halt gern, dass die Tür anders aufgeht. Aber selbst wenn ich sie hier anmache, geht das auch nicht. Naja, müssen wir mit leben. Gut, auf jeden Fall kann man hier zwei Türen benutzen. Dann gibt es hier einen Mülleimer, falls man rausgeht. Kann man hier gleich die Sachen wegwerfen. Hier eine Pflanze, hier eine Pflanze. So, Desinfektion, ganz wichtig. So. Ein Whiteboard. Machen wir hier auch nochmal hin. Brauchen wir noch was? Achtung, Sicherheitslücke. Zwei davon. Und dann vielleicht nochmal ein Window. Ungültige Position. Gut, dann nicht. Aber was wir machen können, wir können hier eine ganze Fensterfront machen. Dann können die nämlich von außen hier reingucken. So. Können die mir hier sehen? Oh, was geht denn hier ab? Gucken die hier ein bisschen rein. Ja, nice. Gefällt mir eigentlich ganz gut so, der Raum. Alright, Vorlesungssaal haben wir noch. Was sind das eigentlich für Campus-Anforderungen? Wer stellt die? VR-Labor brauchen wir noch eins. Müssten wir eigentlich hier noch irgendwo hinbekommen. Die Frage ist aber, bekommen wir hier überhaupt ein VR-Labor hin? Wie groß muss denn das sein? 5x4, guckt mal. Das bekommen wir doch hier gar nicht mehr hin, oder? Es ist wieder soweit.
Nee, das können wir hier nicht hinmachen. Dann müssen wir hier hinbauen. Heute schreibt uns Felony Bockdropper, ich habe massenhaft Arbeit vor mir. Kann mich bei dem machen wir 6x4. So, der Gang ist hier. Ja, Billardraum haben wir auch. Oder lesen Sie im großen Salon. Zu Hause so. Sie König, also nutzen Sie alle Ecken und Winkel. Genauso ist wieder relativ klein der Raum, ne? Vielleicht machen wir den noch einen größer. Dann haben wir ein bisschen mehr Spielraum. So. Ne, die Tür soll hier rüber. Guck mal, jetzt hat die Tür sich bewegt. Warum hat die Tür sich jetzt verändert? Ah ne, jetzt ist es wieder so. Na gut, never mind. Unterm Fenster können halt die Bürostühle ganz gut sein, obwohl. Wie viel brauchen wir denn davon? Da sitzen die relativ oft, ne? Habe ich mitbekommen. Dann machen wir vielleicht davon ein paar mehr. Hier an der Wand. So. So. 4 Stück. Ist ja erstmal ganz nice. Dann hier vielleicht die Headsets hier hinten. Kriegen wir hier noch eins an? Nee. Das Personal wird gebeten, inspirierend zu sein. Das sind die Brillen. Okay. Plus 2 Lernvermögen. Hm? Sehe ich das auch noch irgendwo? Nee, ne? Okay, und hier ist der Stuhl. Was bringt der? Da steht einfach nur ein Platz in einer neuen Dimension. Aber die können wir relativ dicht beieinander nebeneinander bauen. So. Und dann ist der Raum doch auch schon fast ausgefüllt, ne? Haben wir noch Platz für einen Mülleimer? Ja. Hier haben wir noch Platz für einen Mülleimer. Hier können wir noch Händedesinfektion machen. Hier können wir noch ein Pflänzchen aufstellen. Guck mal. Schicki, schicki. Und dann machen wir noch ein paar Fenster. Ungültig. Why? Personal wird daran erinnert, dass Hunde keine Hausaufgaben fressen. Ah, na gut. Aber das wäre es soweit, ne? Dann hätten wir das nämlich. Hier passen natürlich die Plakate super. Ach stimmt, hier könnten wir ja auch noch Fenster machen. Ja, hier könnten wir noch Fenster machen. Dann machen wir das hier. Hier ist ja überall für draußen noch. Oder Richtung draußen ist das ja alles hier. Hier ein großes Fenster hin. Ich glaube, hier 2 große Fenster hin fühle ich mehr. Jetzt werde ich die Fenster aber nicht mehr los, wa? Weil jetzt das Ding wieder davor steht. Ja, guck mal. Jetzt steht nämlich wieder das olle Ding davor. Ah, da muss ich das nochmal abreißen. Ansonsten komme ich nämlich an die Fenster nicht ran. Ist ein bisschen doof hier. So. So. Zufallshörer. Oder auch Kollateralhörer, wie ich sie nenne. Dennoch glaube ich fest daran, dass jeder Radiobeitrag irgendwo von... Achso, wir hatten den ja gedreht. Wird, der in einem Stall voller Säue so. Sehr schön. Rudi. Das wäre unser Raum, also, hätte ich gesagt. Herzlichen Glückwunsch. Obwohl, wir kriegen den auch noch auf 7. Aussichtshörer des Tages. Wir kriegen den auch noch auf 7. Bildung ist nicht erstattungsfähig. So. So nämlich. Let's go. Jawohl. So, ein Wissenschaftslabor brauchen wir noch. Alter, wir müssen ja hier alles machen. Uiuiuiuiui. Aber das machen wir in der nächsten Folge. Und dann werden wir unseren Studiengang starten. Werden wir nicht. Sondern wir werden dann das Folgejahr starten. Dann wird das Geld wahrscheinlich auch relativ alle sein. Die Zufriedenheit, sehe ich gerade, steigt sehr gut an. Und wir werden dann auch das nächste Mal unsere ersten 10 Absolventen haben. Wir können ja nochmal kurz reingucken, wie die aus dem dritten Studienjahr so aussehen, wie es da bei denen läuft. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10. Genau, das sind die 10 hier. Da hat der Schlechteste hat 74. Warum auch immer Piper McGriffin hier so wenig hat. Aber das kriegen wir hin. Die Lernkurve geht nach oben. Sehr gut. Okay. Das machen wir aber in der nächsten Folge. Ich hoffe, ihr seid dann wieder dabei. Macht euch einen schönen Tag. Haut rein, bis dann und ciao, ciao.